Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, was der Unterschied zwischen Deklaration und Definition ist und wie man sich das merken kann. Ich selbst hatte immer Probleme, irgendwelche Buchtexte zu verstehen, weil da von Deklaration die Rede war. Mir war irgendwie klar, was es bedeutet, aber es war nicht so ganz verinnerlicht, will ich mal sagen. Was mir dann sehr geholfen hat, war, als ich irgendwann gelesen habe, Deklaration ist eigentlich dasselbe wie Vereinbarung. Mein erster Tipp ist also, überall wo Deklarieren oder Deklaration steht, einfach durch Vereinbarung oder Vereinbarung ersetzen und dann macht der Satz gleich viel mehr Sinn. Wir gucken uns einfach mal diesen kleinen Ausschnitt Quellcode an. In dem Lehrbuch würde jetzt stehen, hier wird diese Variable als Integer deklariert und hier wird die Variable definiert mit einer 3. So, wir können es wieder wegmachen. So, ich würde jetzt eher sagen, wir vereinbaren die Variable als Integer, ist ein bisschen komisch, aber es klingt besser, wenn man sagt, wir vereinbaren, dass die Variable vom Typ Integer ist. Das ist unsere Vereinbarung, die wir in diesem Codeabschnitt hier machen. Dadurch, dass wir das vereinbart haben, können wir jetzt dieser Variable keinen String zuweisen. Das wäre ja gegen die Vereinbarung, die wir haben. Ja, und so kann man sich relativ leicht merken, was hinter dem Wort Deklaration eigentlich steht, finde ich. Der Vollständigkeit halber können wir auch nochmal auf die Definition zu sprechen kommen. Wenn man in den Duden reinguckt, dann steht da ja ein bisschen was drin, unter anderem Erklärung des Inhalts. Und das passt dann hier. Wir definieren die Variable mit dem Wert 3. Nämlich wir sagen, dass ihr Inhalt, die Erklärung des Inhalts, 3 ist. Das sollte eigentlich ein Fall sein. Machen wir ihn einfach weg. So, und das war's auch schon.